Leute und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist wieder euer Stürmin, heute mit dem Orakel zum vierten Spieltag der Bundesliga. Wir haben hier die Partien Augsburg gegen Mainz. Dann haben wir Heidenheim gegen Freiburg. Wir haben Werder Bremen gegen Bayern. Dann hätten wir Union Berlin gegen Hoffenheim. Dann haben wir Bochum gegen Holstein Kiel. Dann haben wir noch Frankfurt gegen Gladbach. Leverkusen gegen Wolfsburg, Stuttgart gegen Dortmund und St. Pauli gegen Leipzig. Ich würde mal bei Augsburg gegen Mainz, würde ich auf Mainz tippen. Dann würde ich sagen, Heidenheim gegen Freiburg, würde ich Freiburg tippen. Bremen gegen Bayern, würde ich natürlich Bayern tippen. Hier Union gegen Hoffenheim, sag ich Hoffenheim. Bochum gegen Kiel, gute Frage, unentschieden. Hier Frankfurt, Gladbach, da würde ich sagen, ich weiß gar nicht, wie haben die letzten gespielt, scheiße. Da würde ich sagen Gladbach. Dann Leverkusen, Wolfsburg, sag ich Leverkusen. Stuttgart, Dortmund. Stuttgart, Dortmund. Da würde ich, ich sage Stuttgart und St. Pauli gegen Leipzig, natürlich Leipzig. Und ja, wie immer habe ich hier zwei Booster der Match Attacks extra der Saison 23/24. Ich habe immer noch die Probleme mit der Kamera. Ich hoffe, das ist okay so hier. Man sieht sie ja noch. Und da würde ich sagen, starten wir mal rein. Ich bin gespannt. Ihr wisst, Glitzersticker, also Special-Karten, zählen zwei Tore, wie immer. Erstmal sortieren hier. So, mal gucken, ob alles okay ist. Hier ist eine verdreht. Zack, 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 zack. Okay, los geht's. Wir hätten hier Nürnberg mit Flick. Haben wir ja gar nicht. Dann haben wir Magdeburg. Sieht man das? Was ist denn da für eine Kacke hier? Ist das vom Licht oder ist das... Amino. Die Kamera ist Mist. Dann haben wir hier Elversberg. So geht's, oder? Elversberg. Dann hätten wir hier Düsseldorf. Dann hätten wir hier Braunschweig. Oh, hier haben wir Tag Team von Hoffenheim. Das ist das 0:1 hier. Irgendwie ist das Licht kacke hier, glaube ich. Die Kamera kommt damit nicht zurecht. Dann haben wir hier Stuttgart mit Ruault. Oh, keine Ahnung, ob der so ausgesprochen wird. Machen wir dann die Stuttgarter hier unten gegen Dortmund. Das ist das 1:0. Dann hätten wir hier Bremen mit Demann. So, jetzt Demann. Ah, ich ziehe bald um. Dann muss ich mal gucken, wie ich das regle. Das habe ich ja noch gar nicht angekündigt. Ich werde Ende des Jahres hier ausziehen. Stanisic hier noch von der Leihe an Leverkusen. Das ist 1:0 hier. Gegen Wolfsburg. Ich hasse das. Also die Kamera ist auch nicht so das Wahre. So haben wir hier Lautern. Logo. Dann hätten wir hier Stuttgart. Saison Superstar. Gyrassi. Jetzt in Dortmund. Das ist das 3:0 gegen Dortmund. Und da habe ich hier noch die goldene 90er, Krasimir Balakov. Das ist er doch, oder? Ja. Nicht, dass ich hier was Falsches sage. Auch eine Glitzerkarte, Specialkarte. Also, es wäre 5:0. Ich glaube ja nicht, dass das so ausgeht, aber könnte vielleicht passieren. Wenn Dortmund richtig verkackt. So, wieder sortieren. Wegen der Kamera tut mir echt leid. Die andere ist leider von mir gegangen. Aber ich denke, das geht schon in
Warte, ich lass mir was einfallen. Wenn nicht, hole ich mal die Kamera hier vom Handy. Das kann man, glaube ich, auch benutzen. Muss ich mal schauen. So, wir haben hier wieder Magdeburg. Dann haben wir hier Hertha BSC. Hannover 96. Hamburger SV. Schalke 04. Alles nur zweite Liga. Was ist das denn, Alter? Hoffenheim. Hoffenheim. Das ist das 0:2 hier. Ich sage euch gleich, wie alles ausgegangen ist. Hier habe ich wieder Stuttgart mit UNDAF. Das wäre ja das 6:0. Uiuiui. Aber hier wie Werder Bremen mit Borre. Das ist das 2:0 für Bremen gegen Bayern. Dann haben wir hier Tag Team von Leverkusen mit Grimaldo und Adli. Haben wir denn hier die Leverkusener? Das ist das 2:0 für Leverkusen. Dann haben wir noch das Club-Logo von Kräuter Fürth. Dann haben wir Saisonsuperstar von Darmstadt. Wer ist denn das hier? Nürnberger. Und da habe ich hier noch Goldene 90er. Ist das hier? Ja, Darius Wosch. Für Bochum, das ist das 2:0 für Bochum hier gegen Holstein Kiel. Okay, damit sind die Partien beendet hier im Orakel. Wir haben hier ein 0:0 hier Augsburg gegen Mainz. Wir haben ein 0:0 hier Heidenheim gegen Freiburg, glaube ich aber nicht. Wir hatten hier ein 2:0 für Bremen gegen Bayern. Wir haben hier ein 0:2 für Hoffenheim gegen Union. Wir haben hier ein 2:0 für Bochum gegen Holstein Kiel. Wir haben ein 0:0 Frankfurt gegen Gladbach. Wir haben ein 2:0 für Leverkusen gegen Wolfsburg. Dann haben wir hier 6:0 Stuttgart gegen Dortmund. ja, dann haben wir hier St. Pauli gegen Leipzig 0:0, glaube ich eher nicht. Ist auch nur ein Orakel mit Karten, also ihr könnt aber gerne eure Tipps in die Kommentare natürlich schreiben. Ich habe ja gesagt, wer gewinnen könnte, wo, in welcher Partie, aber nicht wie viel. Aber das muss reichen, da würde ich sagen. Bis zum nächsten Orakel oder anderes Video. Haut rein, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.